Willkommen zurück zu ReCore. So, wir haben die Höhle jetzt wieder verlassen. Die wir in der letzten Folge gemacht haben, die mit den Sprungpassagen. Und jetzt versuchen wir wieder die Energiebots zu kriegen. Hatte ich euch nicht schon mal kalt gemacht? Das war wieder nichts mit dem Extrahieren. So. Also, zwei Energiebots muss man noch holen. Die vier ersten hatten wir ja, bevor ich mich habe ablenken lassen und dann lieber nach links gegangen bin. Jetzt seid ihr auch wieder da. Gib her. So, wenn die wieder da sind, wollte ich gerade sagen, dann ist doch der zweite auch wieder da. So. Das müsste doch noch einer sein. Komm, den holen wir mal zuerst. Ah, ja klar. Dann sollte man auch eine Plattform nehmen. Auf die man rüberkommt. Ich probiere es mal von der da oben. So, scheint ein bisschen weit weg zu sein, aber wir probieren es trotzdem nochmal. Jawohl. Ey, der schaut immer so verdammt knapp aus. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder runter, oder? Die ist... Nee. So. Ach, da müssen wir rüber. Okay. Jetzt hätte ich kurzzeitig die Orientierung ein bisschen. So, ich schätze mal auf dem Weg einmal rum. Den sind wir ja noch nicht ganz rumgekommen. Wird da noch einmal einer liegen. Fail. Konzentration. Ich sag's doch, Konzentration. Gut. So, von der anderen. Genau, da hoch müssen wir es irgendwie schaffen. Jetzt kommen wir auch hier hin. Und weiter geht's. Oben gibt es nichts mehr. So, da haben wir doch die zwei.
Ja, und da fehlen noch zwei. So, sucht euch euren Platz. Da brennst du schon wieder von so einem kleinen Vieh. So, was erwartet uns hinter dem Tor? Okay, da geht's weiter. Was haben wir hier? Dr. Roldan, ich habe Ihren Bericht erhalten. 16 Punkte darin verstoßen gegen die Programmrichtlinien. Für Sie sind das vielleicht Kleinigkeiten, für meine Vorgesetzten aber leider nicht. Bitte schicken Sie mir bis Ende Ihrer nächsten 12-Stunden-Schicht einen neuen Bericht. Noch ein freundschaftlicher Rat unter Kollegen. Sie scheinen davon auszugehen, dass Kernbots immer zu 100% zuverlässig sind. Und vielleicht hatten die Antriebsprobleme tatsächlich nichts mit einer Kernbot-Fehlfunktion zu tun. Aber es sind Maschinen und die können kaputt gehen. Ihr Stolz auf ihre Schöpfungen darf ihre Objektivität nicht trüben. Ich gebe nicht vor, die Kernbots so gut zu verstehen, wie Sie das tun. Aber ich kenne das Mandat. Und keiner von uns kann zu Beginn dieser Mission irgendwelche unnötigen Verdächtigungen gebrauchen. Kommunikationsleiterin Bright, over and out. Over and out. Also, da hinten ist noch eine Transferplattform. Ich denke mal, hier müssen wir weiter Kern einsetzen. Kerne reichen nicht. Oh, da fehlt noch einer. Um weiterzukommen. Aber wo sollen wir suchen? Ja, okay, jetzt zeigt er sie mir ja schon mal an. Da, zwei Stück. Wo ist denn das? Da ist unser Ziel. Da sind wir. Ne, da sind wir. So. Höhlenhast, da waren wir ja drinnen. Schmelztiegel. Level 13. Das Brutnest. Dann gehen wir da doch mal hin. Also einen haben wir ja eben bei der Höhlenangst geholt. Und da sind ja noch welche, denke ich mal. Ach, du kommst hier runter, hier hoch. Und jetzt bist du weg. Ja, und tust aus dem Hinterhalt noch schießen, gell? Ja. Da geht's nicht rein. Ach, da geht's hoch. Sind's da in die Richtung, kurz rechts. Dann müssen wir da durch. Dann kommen wir zum Brutnest. Dann gehen wir da doch mal hin. Sind wir jetzt richtig beim Brutnest? Moment. Jupp. Yep.
Gehen wir rein. Jep, gehen wir rein. Ja, da müssen ja dann noch welche sein von diesen Kernen. Und wenn nicht, dann probieren wir das andere nochmal, das Höhlenhast. Das eventuell in der Zeit zu schaffen. Und was war das andere? Der hat den gelben Schlüssel, brauchen wir noch. Oder die Schalter alle finden. Wie viel waren das? 8 Schalter. 8 Schalter, gelber Schlüssel oder Zeit. Okay, da haben wir wieder eine Plattform. So, machen wir Fett EP. Da ist ein Schalter. Gut. Einen Schalter. Ich brenne schon wieder. So, das schaut doch hier unten schon mal nicht gut aus. Das schaut doch aus, als ob da gleich was kommt. Ja, solange es nur die kleinen Viecher sind, ist ja kein Problem. Ihr explodiert, gell? Ihr fiesen... Oh, da haben wir schon wieder Höllenhunde. Schnellextraktion. Wieder 3 Kerne geräubert. Geht das bei dir auch? Immer noch zu stark. Moment. Und noch einer. Oh, ihr explodiert immer, gell? Das ist immer übel. Komm, geh. Ah. Ja, wenn das mit der Schnellextraktion nicht klappt, dann wird es schwierig immer. Und jetzt? Okay, Tür ist offen. Wir nehmen trotzdem noch alles mit. Und gucken natürlich, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Wir brauchen ja 8 Schalter. Aber die Zeit läuft. Da geht es in Zentimeter dann dran vorbei und kein Fangbereich. So, 3 Schalter. Vier Schalter. Es wird Zeit, dass wir die anderen Farben nochmal kriegen. Vor allen Dingen gelb oder so. Was Gutes.
Dann hätten wir den anderen auch mal gut Schaden machen können. Freunde, so nicht. Ja, Mac, du darfst dich noch ausruhen. Dich brauche ich bestimmt später noch. Fünf. Oh, hier geht's noch hoch. Komme ich da auf die da drauf? Nee. Das war ja der, oder? Nirgendwo mit dem Kopf drunter. Ach, da oben ist eine Kiste. Mal sehen, was wir da haben. Hoffentlich was Gutes. Gibt's sonst noch was? Nee, ne? Was seid ihr denn? Ah, ihr erinnert mich doch an den... Ah, da gab es in den 80er Jahren das Spiel. Wie hieß das nochmal? Auch mit den Würmern. Jetzt mal schnell abhauen. Die durfte man nicht teilen, sonst waren es zwei. Ah, die scheiß explodierenden... Und natürlich wieder ein roter Köter noch dabei. Ja, komm. Geh erstmal weg. Beruhig dich erstmal. Ihr Lappen. Langt's noch nicht. Mist, jetzt wollte ich den Kern... Dann eben von dir. Hier geht so schnell kaputt. So, noch jemand? So, und nimm's doch mit einfach. Da werden wir wahrscheinlich nicht hochkommen. Da brauchen wir erst was Gelbes. Keine Ahnung, gelben Schlüssel oder sowas. Ja, da oben sind Schwebeplattformen. Wie kommen wir da hoch? Na gut, stellen wir uns mal drauf. Ah, jetzt kommen die Plattformen runter. So, die schweben und bewegen.
Ah, und die bleiben stehen, wenn... wenn man das hier abschießt. Okay, da nochmal drauf. Was passiert, wenn ich mich jetzt hier drauf stelle? Ach, dann geht da die Tür auf. Okay. Oh. Schaffe ich das noch? Was passiert hier? Ach, dann geht da oben die Tür auf. Und ich nehme mal an, die geht auch wieder zu. Das kennen wir ja schon. Bedeutet, die Plattformen abschießen, wenn sie in Position sind. Dann bleiben sie stehen. So, Tür wieder zu. Und... oh, geschafft. Ah, da geht die Tür auf. Okay. Das heißt, da liegt was Gelbes. Das könnte auch sowas wie ein gelber Schlüssel sein. Jo, gelber Schlüssel. Was wollt ihr denn? Mac, machst du platt. Okay, also wieder vorne draufstellen, die Tür aufmachen. Und eine Kiste haben wir auch noch übersehen. Lass ich mir nicht zweimal sagen. So, Tür auf. Tja, blöd. Oh, jetzt, was ist denn jetzt los? Warum hackt es jetzt so? Hey, warum hakt das jetzt so? Ist das da unten so? Da hätte ich gleich die andere nehmen können. Mal gucken, ob die Zeit noch reicht. Nee. Also gleich auf die mittlere. Ja, das war jetzt blöd, dass ich die genommen habe. Weil das schaffen wir ja locker. Das ist genau die Sekunde, die fehlt. So. Ja, und man darf nicht runterfallen. Hey, das ist hier unten so. Neuer Versuch. So, diesmal gleich so. Und jetzt wollen wir nicht platt gequetscht werden, sondern wir wollen die Kiste. Hoffentlich was Gutes. War's das? Scheint so. Hier unten gibt's nichts zu holen. Ja,
Deswegen haben wir immer noch keinen prismatischen Kern, aber jetzt versuchen wir es mal, ob wir... Da war ja auch noch die Tür. Da werden wir wahrscheinlich nach wie vor nicht hochkommen, oder? Da fehlt uns der gelbe Schlüssel. Nee, da kommen wir nicht hoch. Ja, komm. Nein, nicht nach vorne. Hoch. So. Ach, die Tür da hinten ist schon offen. Okay. Okay, ich dachte schon. Wie viele Schalter haben wir denn jetzt? 5. 6 haben wir jetzt. Den hatte ich eben noch nicht getroffen. Gut, gehen wir mal runter. Gucken wir, was jetzt für böse Monster kommen. Schon wieder ein Sandwurm. Aber da ist bestimmt noch eine Menge Kumpels dann dabei. Ah, ihr Explosion. Geh doch, löschen. Ach, ich wollte jetzt eigentlich nicht zwei aus euch machen. Ja, ist gut. Weg, weg, weg. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Weg. Jetzt habe ich 3 hier rumfliegen. Jawohl. Aber hier fliegt doch noch einer, da. Ah, hast mir einen mitgegeben. Schön. Noch einen. Lass mir immer in die Ecke drängen. Jetzt langt's aber. Kommen wir jetzt dahin, wo wir die letzte Folge waren? Ach ja, wir sind wieder. Ja, wir sind wieder hier. Bei der Höhlenhast waren wir ja auch schon hier. Und wir haben den gelben Schlüssel geholt, also kriegen wir noch einen prismatischen Kern. Da haben wir 2 Schalter verpasst. Aber da kann man ja mehrere Durchläufe machen. Jetzt holen wir uns erstmal den weiteren prismatischen Kern und damit kommen wir dann durchs andere Tor. Sehr schön. Prismatischer Kern. Ja, okay, dann gibt's hier dann... Gut, das sind die 8 Minuten. Und das sind die 8 Schalter. Alles klar. Gut, Folge wieder 1/2 Stunde lang. Ja, das von... Okay, alles klar. Dann machen wir in der nächsten Folge die Tür auf.
Und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin sage ich Servus und macht's gut. Hoffe, es hat euch gefallen. Servus.